So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach einer langen Zeit mal wieder ein neues Video und heute kann ich euch fröhlich verkünden, dass wir unseren Community-Server neu eröffnet haben. Das heißt, wir haben alles komplett überarbeitet. Es gab ja jetzt so eine Wartungsphase und in dieser Phase haben wir einfach alles überarbeitet. Wir haben eine neue Lobby, wir haben ein neues Lobby-System, wir haben einen neuen Spielmodus, den wir selber programmiert haben, also komplett eigenen, nämlich Click Attack. Und ja, wir haben einfach komplett alles neu gemacht. Also Survival-Plugins zum Beispiel auch neu, und wer GameChest jetzt schon kennt, der weiß, was ich mit Survival-Plugin meine. Also kommt einfach mal drauf und guckt es euch selber an, wenn ihr das wissen wollt. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht auf dem Server wart, dann lade ich euch jetzt herzlich dazu ein, zu kommen. Ich bin auch meistens auf dem Server zu finden. Ich kann mal kurz Click Attack vorstellen. Click Attack ist einfach ein PvP-Spielmodus mit Blöcken statt Kisten sozusagen. Wir haben verschiedene Blockarten, wir haben Waffenblöcke, Rüstungsblöcke und Effektblöcke. Und wenn wir zum Beispiel einen Waffenblock klicken, haben wir eine Chance auf ein Eisenschwert zum Beispiel. Oder es gibt natürlich viele andere Schwerter, aber was wir jetzt letztendlich kriegen, das ist random. Und wenn wir jetzt nochmal auf einen Waffenblock klicken, können wir entweder ein besseres oder ein schlechteres Schwert kriegen. Aber das Schwert, das wir jetzt haben, wird überschrieben. Das heißt, ich muss immer abwägen, ob mein Schwert jetzt gut genug ist und ob ich es riskieren will, jetzt ein neues Schwert zu bekommen. In der Hoffnung, dass es eben besser ist als das, was ich jetzt gerade habe. Aber ich schlage vor, das schaut einfach mal am besten selber an, um das Spielprinzip richtig, ja, zu verinnerlichen. Und ansonsten haben wir noch Quick Bad Wars, also ein Bad Wars Plugin, wo wir die Config eben so modifiziert haben, dass es eben, ja, so ein bisschen schneller ist, ne? Also ist eben Quick Bad Wars, ne? Ansonsten, das sind momentan die zwei Spielmodi, die wir so haben. Wir haben noch einige mehr geplant, also wir entwickeln da laufend mehr, und den Survival-Abteil. Es gibt ja sehr viele Leute, die da Survival spielen, ihr eigenes Grundstück haben, farmen gehen und so weiter, Häuser bauen und sowas. Und das haben wir auch überarbeitet. Also wir haben jetzt auch einen neuen Spawn erstmal. Wir haben ein neues Plugin, was das alles managt, mit Befehlen, Portalen und so weiter. Und wir haben einfach alles neu gestaltet. Wir haben versucht, einfach alles besser zu machen. Und wir sind laufend dabei, eben alles weiter zu verbessern. Genau. Und wenn ihr jetzt Bock habt, auch mal drauf zu kommen, dann lade ich euch natürlich herzlich dazu ein. Und genau, also nicht wundern, warum meine Stimme so komisch ist, ich bin gerade aufgestanden, also, ja, sorry. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt, dann kommt gerne mal drauf, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Das nächste Video wird übrigens wieder ein normales Video, also, es kam jetzt lange Zeit keins, muss ich leider gestehen. Ich habe einfach die Zeit nicht dazu gefunden, leider. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon eine Idee, was ich als nächstes machen will, und das wird auch durchgezogen. Also, ja, dann würde ich sagen, wie gesagt, kommt drauf, wenn ihr Bock habt. Die Adresse ist game-chest.de, und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder demnächst auf dem Server. Ciao!